Hallöchen Leute, hier ist euer Flipper 3355 mal wieder. Ja, ein neues Video von mir, endlich. Ja, ich habe heute einige Ankündigungen zu machen. Erstmal, danke Leute für die über 2000 Videoaufrufe, voll super. Denn, ja, 2000 Videoaufrufe, mein Kanal ist noch nicht so mega lange auf YouTube. Also ich finde es super, besonders weil meine Videothemen jetzt nicht die exklusivsten sind und so. Also von daher schon mal super. Und ja, das nächste auf meinem Kanal gibt es jetzt bald Dinge, die unboxed werden von mir. Also wirklich verschiedenste Dinge. Und ja, als erstes kommt jetzt neu Beyblade. Wer es kennt, super. Wer nicht, ihr werdet es wissen, wenn ich mein Video hier fertig habe. Denn ich zeige euch heute noch einmal in dem Video meine ganzen Beyblades, die ich bereits besitze. Und ja, das alles hat jetzt einen Hintergrund. Ich habe ein Beyblade Face-Off von Hasbro bestellt. Das will ich auf diesem Kanal unbedingt unboxen. Und damit jetzt nicht noch Fragen kommen, welche Beyblades hast du denn sonst noch so? Was besitzt du sonst noch so von Beyblade? Ich zeige es euch jetzt einfach in diesem Video, damit keine weiteren Fragen aufkommen. Wer mich dann fragt, ja Leute, guckt euch dieses Video an. Und dann erübrigen sich eigentlich alle Fragen. Ja, ich filme mit einer Hand, deswegen wackelt das Bild ein bisschen. Denn mein Kamerastativ ist ein bisschen kaputt. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich habe meine Beyblades hier liegen mit meinen Bays. Also nicht wundern, manche sind von Hasbro, manche auch nicht. Ich sage dann immer, welche von Hasbro sind und welche nicht. Als erstes haben wir hier Vulcan und Lucius. Die Sticker sind ein bisschen kaputt, aber ist nicht schlimm. Ja, der ist nicht von Hasbro. Der ist von Rapidity, glaube ich. Aus Hongkong. Kommt er. Und ja, hier sieht man auch, hier an dem schwarzen, das ist da rot lackiert. Ist bei dem Hasbro Bay nicht. Ja, ich gucke gerade ein bisschen da drüber, weil man das auf der Kante, weil ich das nicht so gut sehe sonst. Also bei den Hasbro Bays ist das nicht. Da ist das hier schwarz einfach dazwischen. Das rote hier sind übrigens die Sticker. Und ja, bei dem ist es wohl rot. Ja, dann kommen wir zum unteren Part von dem Bay. Also, eigentlich, der von Hasbro hat eine 145 Drehfassung. Das ist eine 125. Das ist das Problem, wenn man die von Rapidity bestellt. Die kommen nicht mit allen Originalteilen. Aber immerhin, er hat seine originale Spitze in der gleichen Farbe wie die von Hasbro, wie man sieht. Hat auch die gleiche Farbe wie der Energiering. Was ich cool finde. Und ja, den Bay habe ich schon ein bisschen länger. Und ja, also ich finde ihn super. Auch in der Serie, wer sie kennt, der Bay gehört dem Nile. Aus Metal Masters vom Team Wildfang. Und den finde ich super. Also deswegen habe ich mir den auch hauptsächlich geholt. Ich lege die mal hier hin, denn da kommen jetzt noch einige Bills. Also nicht wundern, wenn das Video mal ein bisschen länger dauert. Als nächstes haben wir Rock Ares. Den gibt es seit Metal Fusion. Der gehört dem Hioma. Das ist ein Freund von Jinga. Und ja, also ich finde den supi hier mit dem Pink oben drauf. Das sieht aus wie so Edelsteine, finde ich so ein bisschen. Und liegt perfekt auf dem Rockring auf. Was ich auch super finde, weil er ist ein Abwehrtyp. Hirusius ist übrigens ein, das ist Vulcan Hirusius. Falls ich das nicht gesagt habe, das ist übrigens ein Balance-Typ. Das ist ein Abwehrtyp. Was man auch an seiner Drehfassung erkennt, hier unten, die ED 145. ED heißt übrigens Eternal Defense, weshalb man die, also Eternal ist, wenn man die drehen kann. Und seine Spitze ist B, also Ball, weil sie ist rund. Und ja, ist ein super Abwehrtyp, aber ja. Ausdauer, so lala. Angriff, eigentlich nicht. Abwehr, super. Ja, die Spitze von Lucy ist übrigens die, also heißt Defense. Und der ist von Hasbro, der Rock Ares. Dann kommen wir zu meinem Hades Kerbex. Ganz in Gold, finde ich persönlich super. Der ist allerdings nicht der von Hasbro, sondern wieder einer von Rapidity. Denn ich habe von Rapidity, lasst mich überlegen, ich glaube 6 Beyblades. Eins war so ein Vierer-Set und 2 habe ich mir so gekauft. So, hier ist der Hades Kerbex von oben. Finde ich richtig cool. Weil der ist aus dem Vierer-Pack, was man daran sieht, er hat keine Sticker, weil eigentlich sind hier rote Augen drauf. Also im Hasbro Beyblade. Dann noch ein Unterschied zum Hasbro Bey. Das ist lila. Beim Hasbro Bey ist das schwarz, also so wie die Drehfassung. Jetzt fragt mich nicht, wie diese Drehfassung heißt. Ich weiß es nicht. Wäre super, wenn ihr mir das mal in die Beschreibung
oder in den Kommentar schreibt. Denn, ja, Rapidity ist böse, wenn man ein Vierer-Set kauft. Es sagt einem nicht, wie diese Teile von den Beyblades heißen. Und ja, die Spitze heißt DS, das ist Defense Spike. Defense, weil sie halt so flach ist und groß. Und Spike wegen dem Punkt in der Mitte, den man hier jetzt auch super sieht. Ja. Und Hades Kerbex ist, glaube ich, auch ein Verteidigungstyp. Aber das weiß ich nicht genau. Dann kommen wir zum nächsten, meinem Burn Fireblaze von Hasbro. Hier oben mit seinem Neon-Orangen. Ich hoffe, man sieht das gut durch die Kamera. Also, wenn man das so sieht, ist es Neon-Orange. Jetzt, glaube ich, im Kamerabild ist es nur Orange. Ja. Dann Burn ist ein super guter Ausdauerring. Also, der ist auch ein Ausdauertyp. Weil der ist ziemlich rund. Das heißt, der ist jetzt nicht mega krumm und schief. Beziehungsweise hat so Specials da dran. So wie der von Horusius. Sondern ist einfach rund. Ja, dann hier unten hat die Drehfassung 135. Also 135 heißt 13,5 mm. Glaube ich. Ja, müsste. Weil es höher als ein Zentimeter, wenn man diese Spitze abschraubt. Und ja, die Performance-Tipp, also Spitze, ist eine MS, eine Metal Spike. Weil ist hier vorne aus Metall. Hat deswegen eine super gute Ausdauer. Und ist, also in meiner Arena einer der besten Base. Weil in meiner Arena ist das Super Vortex Stadium aus China. Also es ist blau anstatt rot und es ist nicht ganz so, ja, für Angriffstypen. Also da gewinnen eher die Ausdauertypen, weshalb mein Burn Fireblaze da eigentlich immer gewinnt. Kommen wir zu meinem nächsten Bay, dem Poison Zerafa, auch von Hasbro. Der ist auch ein Verteidigungstyp, glaube ich. Also ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich habe die Base nämlich alle schon ein bisschen länger. Ja. Seine Drehfassung ist die S130, also Shield, weil das sieht aus wie ein Schild. Und 130, weil es halt 13 mm hoch ist. Und er hat eine Metal Ball Spitze, weil auch das ist aus Metall. Und jetzt sagt nicht, Metall ist doch verboten. Nein, das ist ein Original Hasbro Bay. Also dürfte man diese Spitzen eigentlich auch auf Turnieren benutzen. Was man nicht benutzen darf, kann ich euch kurz zeigen. Die Spitzen habe ich nämlich auch. Die bekommt man nämlich immer mal bei den Rapidity-Sachen dazu. Ich muss gerade mal eine raussuchen. Weil ich habe so viele Spitzen. Ja, hier, so eine. Die sind komplett aus Metall, machen den Bay sehr viel schwerer und die dürfen nicht auf Turnieren benutzt werden, meiner Meinung nach. Also glaube ich zumindest. Auf jeden Fall bei Toys R Us Turnieren auf gar keinen Fall. Da darf man, glaube ich, nur die Toys R Us Base benutzen. Und bei anderen Turnieren, glaube ich, darf man die auch gar nicht benutzen. Ich benutze die, wenn ich mit meinem Base draußen im Garten spiele. Damit die Spitzen halt nicht kaputt gehen. Und ja, so viel erstmal zum Zerafa. Lege ich auch mal hierzu. Also jetzt nicht wundern, ich habe sehr viele Base. Den Twisted Tempo haben wir hier. Beziehungsweise Basalto Region. Denn er ist aus Japan von Rapidity. Weshalb er eigentlich nicht Twisted Tempo ist. Warum ist er nicht Twisted Tempo? Erstmal, der Hasbro Bay hat hier, wo die 3 ist, eigentlich ein Loch. Das heißt, da ist keine 3. Und das zweite, die 4 haben die da definitiv falsch geschrieben. Wer römische Ziffern kennt, sieht eigentlich anders aus, ja. Dann, mehr ist hier nicht. Also, ich finde, sieht aus wie eine Uhr halt. Und hier, ich finde diesen Metallring richtig cool. Der ist auch übrigens der schwerste Bay, den es gibt. Bis, also von Metal Masters jetzt. Danach kommen wieder wahrscheinlich schwerere. Ja, dann hier unten sieht man nochmal, warum nicht Twisted Tempo. Der von Hasbro hat hier wie so eine Blumenform so ein bisschen. Der nicht. Deswegen Basalto Regium. Ja, der Twisted Tempo hat übrigens auch eine 145 Drehfassung. Dieser hat wieder eine 125, was wieder einmal heißt, er ist kein Originaler, er ist von Rapidity. Und er hat eine WD, die ist diesmal normal in durchsichtig. Ja. Das Video wird eindeutig länger. Ja, dann haben wir hier den Torch Jamius von Hasbro aus einem Face-Off, wie ihr seht, denn Jamius ist ja rot hier und nicht gelb. Und das Torch ist schwarz. Es ist schon ein bisschen kaputt hier an der Seite. Denn nach einigen Kämpfen blättert hier leider der Lack ab. Das finde ich richtig schade bei den Hasbro Beyblades. Besonders der Horusius hier ist ja auch schwarz lackiert. Hat mehr Kämpfe hinter sich. Aber wie ihr seht, es ist noch fast die ganze Farbe dran. Außer hier an so ein paar Ecken.
was ich eigentlich besser finde. Das ist der Nachteil bei Hasbro Base. Sind die Ringe lackiert, blättert die Farbe sehr schnell ab. Also Hasbro, lasst euch da was einfallen. Wie ihr schafft, dass diese Farbe länger an den Ringen hält. Und ja, dann hier unten hat es die Drehfassung W105, also Wing 105, wegen den zwei Flügeln hier. Und die Spitze CS, also Code Sharp. Und ja, der ist ein Angriffsbay, hat aber dennoch eine vergleichsweise gute Ausdauer, wegen der Spitze. Ja, so viel zu Torch Jammies. Jetzt kommen wir zum zweiten Bay, der in dem Face-Off mit Torch Jammies war, nämlich der Rock Zuraffer, auch von Hasbro. Ja, dieser Rock Zuraffer ist natürlich anders lackiert. Ist ja ein Face-Off, wie ihr seht. Ja, hier ist blau oben und rot. Also der Rockring ist rot. Hier ist die Farbe auch ein bisschen abgeblättert, wie man hier zum Beispiel sieht. Aber nicht ganz so stark wie bei Jammies. Also der hat auch noch nicht ganz so viele Kämpfe bestritten, muss man dazu sagen. Dann hier unten die Drehfassung. Die finde ich richtig gut. Ist eine richtig gute Abwehrdrehfassung, nämlich die R145, die Rubber 145. Weil sie ist aus Gummi. Die absorbiert Angriffe. Aber jetzt sagt nicht, das ist ja nur in der Serie so. Nein, das ist wirklich so. Ich hab's ausprobiert. Der hat gegen Jammies nicht einmal verloren, obwohl Jammies den mega oft angegriffen hat. Also schon mal so viel dazu. Und ja, Spitze, WB, White Ball. Ist halt eine typische Abwehrspitze. Also, insgesamt ist dieser Bay ziemlich gut. Zumindest als Abwehrbay. Jetzt beim Angriff natürlich nicht. Dann haben wir hier den Earth Eagle, meinen absoluten Lieblingsbay. Der war der zweite, den ich bekommen habe. Auch von Metal Fusion. Und ja, ich finde ihn einfach nur klasse. Hier in Rot der Symbolbotzen, Lederner Energiering, Earth. Und unten 145 White Defense. Halt eigentlich nichts Besonderes an dem Bay, aber ich mag ihn einfach. Das Einzige, was man dazu sagen muss, der Earth Ring passt natürlich zu Eagle. Earth sieht aus wie zwei Schwingen, finde ich. Hier fangen sie an, hier gehen sie zu Ende. So. Genauso wie auf dem Symbolbotz. Hier ist der Kopf von dem Adler, hier sind seine Schwingen. Er passt genau in diesen Ring rein. Also dafür, Earth ist eigentlich für den Eagle gemacht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bay. Von Hasbro natürlich. Der Poison Pegasus, auch aus einem Face-Off. Ja, Poison Pegasus, jetzt laut der Drehfassung und so. Ja, dieser Pegasus ist eigentlich, wie er gebaut ist, ein Abwehrtyp. Aber im Face-Off stand, er wäre ein Angriffstyp. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was er ist. Ich sag jetzt erst ein Balance-Typ, weil Energiering, Pegasus und Poison haben, ja, relativ guten Angriff. Und hier unten das ist eine Verteidigung. Also ist er für mich ein Balance-Typ. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr jetzt denkt, ist der ein Balance-Typ, Angriffstyp oder vielleicht was ganz anderes. Ja, schreibt es mir einfach. Und ja, hier Poison, kennt ihr vielleicht von Poison Serpent? Da war der nicht zum ersten Mal dran. Jetzt ist er ein Pegasus. Er hat auch die gleiche Drehfassung wie Ares, nämlich die Eternal Defense 145. Nur die Spitze ist ein bisschen anders. Die Jug Ball, also JB, die hat so kleine Noppen da drauf. Vielleicht seht ihr das. Also die hat wirklich so kleine Noppen. Und ja, ich weiß nicht, wofür diese Noppen sein sollen, aber naja, die von Hasbro haben sich da wohl schon was überlegt. So, hier ist der andere Bär aus diesem Face-Off, nämlich der Legend Fury Capricorn. Ja, auch anders lackiert, denn hier ist er jetzt braun, so Karamellfarben mehr. Fury hat sogar noch die gleiche. Hat auch noch die gleiche Farbe, von daher. Ja, ich find's cool, Karamellfarben, ja. Sieht irgendwie cool aus. Wenn man das jetzt einschmelzen würde und in ein Quadrat pressen würde, das hier oben, könnte man noch denken, es wäre ein Karamellbonbon. Von daher, ja, sollte man aber nicht versuchen, denn dann hatte man mal einen Bay. Ja, zudem hier unten. Die Drehfassung ist ein bisschen kaputt, also bitte nicht wundern. Das ist die Drehfassung 100 und die Spitze HF, also Hole Flat, wegen dem Loch hier in der Mitte. Ist ein richtig guter Angriffsbay. Und ja, ich habe schon mal so kleine Turniere gemacht, da hat er hier öfters gewonnen. Ja, kommen wir zum nächsten Bay, nämlich nochmal ein Rock Zuraffer, diesmal richtig lackiert. Allerdings diesmal von Rapidity. Den habe ich mir sogar gar nicht gekauft eigentlich.
Den bekam ich gratis bei dieser Arena dazu. Da kommt noch einer, den kam noch bei der Arena gratis dazu. Fand ich cool. Ich habe mir eigentlich nur die Arena bestellt. Bekam noch ein paar Base dazu. Also finde ich super, auch wenn die Base keine Originale sind. Denn manche Teile kann man immer gebrauchen. Ja, der einzige Unterschied zu dem Original Rock's Wrath von Hasbro ist, diese Drehfassung ist aus Plastik. Die absorbiert nichts, die sieht einfach nur genauso aus, ist einfach reines Plastik. Finde ich schade. Ja, aber nichtsdestotrotz, egal. Ich habe die Drehfassung aus Gummi, also von daher alles okay. Dann haben wir den Spiral Capricorn. Den sieht man zum ersten Mal relativ am Ende von Beyblade Metal Masters von der Serie. Ich finde ihn cool. Persönlich. Denn ja, Spiral, ich finde, der Ring sieht einfach nur cool aus. So wellig und so. Also die Form gab es einfach noch nie. Und das ist einfach mal was völlig Neues. Ich finde den cool. Auch wenn ich jetzt nicht so der Capricorn-Fan bin, Spiral ist cool. Ja, hier unten. Das ist jetzt nicht Spiral Capricorn. Nicht wirklich. Der hat nämlich eine 125er Drehfassung und eine SF-Spitze anstatt einer MF. Das ist jetzt ein ziemlicher Unterschied. Ja, ist von Rapidity, ist aus demselben Vierer-Set wie unser Hades Curbix und Twisted Tempo. Von daher kann man es ihnen verzeihen. Man bekommt eine Spiral Ring, man bekommt einfach nur vier Beyblades für 10 Euro oder so. Also je sehr, sehr günstig. Je nachdem, wo man die bestellt. Und man bekommt Zusatzteile. Wie diese Metallspitze, die ich vorhin gezeigt habe. Ich zeige euch gleich noch ein paar. Das sind allerdings andere Zusatzteile. Manche sind sogar von Hasbro, also eins davon. Und ja, die anderen sind aus diesem Set halt. Ist ja nicht so schlimm, wenn man keine originalen Beyblades jetzt besitzt. Man sollte sie halt nur nicht auf Turnieren benutzen. Ich bin ja selbst kaum bei Turnieren, also eigentlich gar nicht. Ich mache immer selber so ein paar kleine Turniere. Und ja, deswegen. Dann genug gelabert, nächster Bay. Nämlich der letzte aus dem Vierer-Set, der Grand Cetus. Ja, jetzt fragt ihr euch, der von Hasbro ist doch eigentlich schwarz. Ja, wie gesagt, von Rapidity aus dem Vierer-Set. In Weiß finde ich ihn so, selbst sogar sehr viel besser, weil ich mag den Weißen einfach lieber. Ich weiß nicht warum. Ich mag den einfach besser. Ich finde den einfach sehr viel besser. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, ich finde ihn einfach cool. Und ja, unten ist er eigentlich genauso wie das Original, bis auf dass das jetzt durchsichtig ist, aber ernsthaft, die Farbe ist doch völlig egal von den Teilen, oder? Und ja, dann hier die Spitze. Das ist nochmal ein Unterschied. Daran sieht man wieder, die ist von Rapidity. Die Originalspitze von Hasbro ist relativ weich. Die hier ist aber sehr hart. Das hat zum Problem, die Ausdauer ist vielleicht minimal besser. Aber sobald er getroffen wird, taumelt er schneller. Meiner Meinung nach. Weil mein Bruder besitzt den von Hasbro in Schwarz. Und der kann mehrmals getroffen werden und fängt nicht an zu taumeln, auch wenn wir dem diese Drehfassung hier dran bauen. Das ist komisch. Und ja, jetzt kommt der nächste Bay und vorletzte, den ich von Rapidity besitze. Noch ein Grand Cetus. Jetzt fragt ihr euch, warum zweimal Grand Cetus? Ja, das kam so. Ich habe mir erst diesen Grand Cetus bestellt und dann kam die böse Überraschung. Von oben sieht er ja noch relativ normal aus, bis auf das bei dem jetzt Sticker dran sind, bei ihm hier nicht. Ja. Dann aber, was ist das? Das ist aber nicht die Spitze von Cetus. Ja, das ist die Spitze, die eigentlich Ray Gil besitzt. Die RSF. Und ja, da habe ich mich doch gefragt, was machst du jetzt? Du wolltest doch eigentlich diese Spitze haben, aber nicht 15 Euro für diesen Bay ausgeben. Denn der hat mich genau 6 Euro gekostet, mit Launcher und allem drum und dran. Ja, dann habe ich dieses Vierer-Set gefunden. Und habe mir das bestellt, weil ich unbedingt den Twisted Tempo und Hades Curbix haben wollte. Und dann war der Cetus mit der Originalspitze da drin. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich zwei habe. Denn die Spitze von dem ist eine super Angriffsspitze, weshalb man damit auch relativ gute Base bauen kann. Und ja, dann kommen wir zum letzten Rapidity Bay, den ich habe. Einem Dark Wolf. Den kennt man aus Metal Fusion. Und ja. Unten ist definitiv nicht Dark Wolf. 145 Drehfassung SF. Egal, ich finde ihn super. Man kann ihn ein bisschen umbauen und dann, ja,
ist er so relativ Dark Wolf. Und außerdem, man kann sich auch Teile besorgen, damit er Dark Wolf ist. Denn die Teile von Dark Wolf sind nicht nur an ihm, nicht nur am Wolf selbst dran. So, jetzt kommen meine restlichen Hasbro-Base. Das sind noch 5 Stück. Ja, hier ist mein Flame Libra, mein allererster Bay. Ich fand ihn damals richtig klasse, weshalb ich mir den auch besorgt habe. Mittlerweile ist er ein bisschen runtergekommen, wie man an seiner Spitze sieht. Das passiert, wenn man Beyblades mehr als 5-mal aus 2 Metern Höhe auf die Spitze fallen lässt. Jetzt fragt ihr euch, wie komme ich auf 2 Metern Höhe? Ich habe hier ein Hochbett, da. Hab mit dem Bay auf meiner Bettdecke gespielt, weil, ja, Bett ist gemütlicher als der Boden. Hab mir gedacht, nimm dein Beyblade mit nach oben, spiel da eine Runde mit dem. Dann ist er mir mehrmals runtergefallen, hab mir nichts bei gedacht. Doch irgendwann sah die Spitze leider so aus. Und ja, schade um die ES-Spitze. Aber ja, ich werde mir mal einen neuen Bay besorgen, der die auch hat. Wahrscheinlich den Poison Virgo. Dann kann ich mir wieder einen normalen Flame Libra bauen, der keine Spitze hat, die jetzt mittlerweile sehr kaputt ist. So, dann kommt hier mein Earth Virgo. Den finde ich cool. Ja, das ist ein Mädchen, eine Kriegerlady, der Virgo. Und ja, sieht man hier auch auf dem Symbolbatzen gut. Und ja, hier unten, die Drehfassung ist interessant bei dem. Es sind 2 Metallkugeln drin, die man jetzt auch gut sieht. Das ist die Gravity Ball Drehfassung. Ich weiß nicht, wie sie weiter heißt. Ich glaube 145, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, das ist eine, also die funktioniert super mit seiner Spitze, mit der BS. Da ist nämlich ein kleiner Spike drauf. Das heißt, falls er mal ein bisschen ins Taumeln gerät, gleicht er das mit diesen kleinen Kugeln hier wieder aus. Das heißt, er hat eine längere Ausdauer, was richtig gut ist. Ich habe es auch mit verschiedenen anderen Ausdauerspitzen probiert, die ich mir unter anderem auch von meinem Bruder geliehen habe, weil der hat auch Base. Und ja, diese Drehfassung funktionierte am allerbesten mit dieser Spitze. Ich weiß nicht wieso, aber die von Beyblade, die das erfunden haben, werden sich wohl irgendwas dabei gedacht haben. So, dann kommen wir zu Evil Befall, auch von Hasbro. Ich mag ihn einfach. Ich fand ihn von Anfang an, sobald ich ihn gesehen hatte in der Serie, richtig cool. Nicht, weil sein Blader da irgendwas Besonderes war. Nein, den Blader finde ich sogar ist ein ziemlicher Idiot. Aber ich finde diesen Bay super. Besonders wegen seinen unteren Teil. Nämlich die Drehfassung UW-145 ist wie eine Kreissäge. Das Problem ist, gerät er mal ins Taumeln und diese Drehfassung schrammt an der Arena, hat er schon verloren. Aber nichtsdestotrotz baut man ihn ein bisschen um, ist ein Kracher, denn die Spitze ist super. Ist eine EWD. Die White Defense sieht fast genauso aus wie die. Nur hier in der Mitte ist ein kleiner Punkt, der lässt sich frei drehen. Deshalb hat er mehr Ausdauer als mit einem normalen WD. Bleibt allerdings an jeder Kante hängen, wenn man damit auf dem Boden spielt. So wie ich. Denn ich habe nicht immer Lust, in der Arena zu spielen. Ist ja auch viel zu langweilig. Und ja, deswegen spiele ich immer hier schön auf meinem Laminat. Weshalb hier auch schon einige Kratzer sind. Also nicht wundern, wenn ihr mal mehrere Kratzer auf meinem Laminat irgendwann entdeckt, so graue Streifen. Das waren diese Base. Und ja, jetzt kommen wir zu den letzten beiden. Der vorletzte, der Might Knight Bull. Ja, den finde ich richtig super. Denn Bull, ich mag Bull. Und Might Knight, ich finde das fast so ein bisschen zu Bull. Denn der hier auf dem Bild sieht nicht gerade nett aus. Might Knight heißt Albtraum. Nicht ganz so netter Bulle, man träumt davon, hat dann Albträume. Also passt so ein bisschen. Zumindest, wenn man sich das so vorstellt wie ich. Ihr könnt auch ganz andere Fantasien dabei haben. Also, ja. Yeah. Dann hier unten ist 125 SF. Jetzt fragt ihr euch, kenne ich doch irgendwie von den ganzen Rapidity Base. Ja, aber wenn ihr euch Hasbro Base kauft, ist diese Drehfassung sehr selten. Kauft ihr euch irgendwelche von Rapidity, werdet ihr diese mindestens 5-mal irgendwann haben, so wie ich. Also ich habe jetzt wirklich geschätzt schon 5-mal diese Drehfassung. Also ja, ich kann nichts dafür. Kommen wir zu meinem letzten Bay, dem Cyber Pegasus. Ja, ich liebe ihn. Ich finde ihn cool. Aber ich finde ihn cooler, wenn er rot wäre, wie in dem Spiel. Also ich mag den roten aus dem Spiel lieber, aber der ist auch schon ganz schön cool. Und ja, halt normaler Angriffs-Bay 105F.
Ja, 105 und 100 sehen fast gleich aus. Kleiner Unterschied, diese Stufe da. Und ja. Und zu dem Ring Cyber. Man kann ihn einfach mit so vielen anderen Base kombinieren. Es sieht einfach nur schick aus hinterher. Außer mit Blau. Also ich sag ja, wäre der Pegasus Energiering jetzt nicht blau, sähe dieser Bay noch besser aus. Ich habe den nämlich mit dem Ring von diesem Pegasus hier mal getauscht. Das sah einfach besser aus. Ich habe es jetzt nur für das Video nicht gemacht. Sollten ja alle im Originalzustand sein. So, jetzt kommen wir zu dem Rest, den ich von Bay getauscht habe. Also ja, Leute, das Video wird lang. Tut mir auch schon deswegen schon mal leid, aber ist so. Ihr müsst euch ja nicht bis zum Schluss angucken. Ich zeige nämlich gleich ganz am Ende noch einmal, was denn alles so an Base hier liegt. Nenn kurz die Namen und dann hat sich die Sache. So, hier sind die ganzen Teile, die ich sonst noch von Base habe. Ups, den wird man nicht rein. So, diese vier hier, die hier, gab's im Vierer-Set dazu, gratis. Die waren einfach so da drin. Das ist nämlich einmal die Drehfassung von Nightmare Rex. Die hat auch Poison Serpent, aber die hat jetzt die Farbe von dem Nightmare Rex. Finde ich cool, denn, ja, kann man immer gebrauchen, gratis Drehfassungen. Dann hier ist nochmal die von Hades Curvex, diesmal im anderen Zustand, sodass sie unter jeden Bay drunter passt. Denn so wie es jetzt an Hades Curvex ist, kann die nur an Hades Curvex dran. Und dann haben wir hier noch einmal die 230, die allerhöchste Drehfassung, die es jemals gab. Die ist eigentlich von Flame Bixis. Ich mag diese Drehfassung einfach sehr. Denn damit lassen sich super gute Base bauen, besonders wenn deren Gegner sehr flach sind. Wie in der Serie gesagt, kommt ein Bay nicht an den Metallring dran, kann er nicht gewinnen. Das ist wirklich so. Denn trifft man die hier, balanciert der Bay das einfach wieder aus. Und ja, mit der Drehfassung und wenn man das mit Flame Leaper kombiniert und dem einfach nur WD verpasst, also als Spitze, ist der super. Und ja, dann hier ist noch eine Drehfassung. Die gab es gratis beim Vulcan und Lucius dazu. Ja, ich mag sie. Es ist von Ray Stracker, glaube ich. Und ja, kann man auch immer gebrauchen. Und dann habe ich hier noch einen Storm Fusion Wheel. Ja, wo ich den her habe, keine Ahnung. Ich habe den irgendwo, glaube ich, mal gefunden. Beim Aufräumen. Keine Ahnung. Irgendwie lag er irgendwann in meiner Kiste. Und ja, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe, wie ich ihn gefunden habe. Auf jeden Fall habe ich noch einen Stormring. Ja, hat den Vorteil, ich kann mir mal verschiedene Base bauen, die nicht immer nur aus denen hier bestehen, sondern auch aus anderen Teilen. Und ja, dann habe ich hier halt noch verschiedene von diesen kleinen Tools hier. Davon sammeln sich im Laufe der Zeit sehr viele an. Also von diesen ganzen Base hier, Wenn ihr die jetzt mal zusammenzählt, zieht mal zwei davon ab und genauso viele Tools habe ich. Denn beim Viererpack gab es nur zwei Tools dazu. Schon mal ein Pluspunkt für das Viererpack, es sammeln sich nicht unnötige Tools an. Ja. Und dann noch meine verschiedenen Launcher, die ich habe. Das ist einmal der hier. Da kann man hier, wenn man das abmacht und hier unten dran macht, kann man dann links rotierenden Bay dran machen. Das ist ein String Launcher. Wer die Serie geguckt hat, der Julian Concern vom Team Excalibur besitzt diesen Launcher für seinen Gravity Destroyer. Ja, hat den Sinn, Gravity Destroyer kann sowohl rechts als auch links rumdrehen, deswegen den Launcher. Ich mag diesen Launcher einfach. Ist aber schon ein bisschen kaputt bei mir. Dann habe ich noch tausende von diesen Hasbro Launchern. Ja, das ist jetzt der von Evil Befall, der lag jetzt gerade mal hier so rum. Ja, ganz normal, Reißleine und Launcher, rechts. Ich habe keinen Links-Launcher, also keinen, der linksrum rotiert. Weil ich habe ja hier auch eigentlich keinen Bay, der linksrum rotiert. Jetzt fragt ihr euch, wie komme ich an diesen Launcher? Ja, der war bei diesem Grand Cetus einfach mal dabei, bei ihm hier, dem hier. Da war dabei. Und ja, dann habe ich noch einen normalen String-Launcher. Den muss ich mal irgendwas mit dem Launcher-Grip rausmachen. Nehme ich den hier. Da klebt jetzt ein Grand Cetus-Sticker drauf. Hatte ich einfach mal irgendwann so übrig und dachte mir, ach komm, auf fast allen von deinen Launchern klebt ein Sticker, kleb hier auch einen drauf. Deswegen klebt hier jetzt auch ein Sticker. So, in hellblau habe ich den nur. Und ja, eigentlich habe ich auch noch einen Light Launcher 2, aber der ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo er hin ist, also den kann ich euch diesmal leider nicht zeigen. Und ja, wie gesagt, ich habe euch ja gerade von einem Launcher Grip erzählt.
Hier ist er. Ja. Ist auch nicht von Hasbro. Ist auch irgendwo aus Japan. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma. Stand da gar nicht bei. Und ja, dieses Gummi da, das war da nicht von Anfang an dran. Da ist eigentlich was anderes dran. Das habe ich leider verloren, als ich mit dem Ding draußen war. Es mir von der Gartenbank runtergefallen ist. Und seitdem ist das Teil spurlos verschwunden. Denn diese Bank steht ziemlich nah an dem Rasen. Und ja, da verschwinden solche Teile gerne mal. So, lege ich auch nochmal hier hin. So, das ist jetzt alles, was ich von Beyblade besitze. Ups, mein Hosenbein ist im Weg. So, hier, das alles. Das besitze ich alles von Beyblade. Und jetzt nochmal im Schnelldurchlauf die Base. Also, Burn Fireblaze, Hades Curvex, Rock Ares, Vulcan Russius, Rock Zuafa von Hasbro, Torch Genius, Twisted Tempo, Poison Zuafa, Earth Eagle, dann Poison Pegasus, Legend Fury Capricorn aus dem Face-Off, weshalb die Farbe anders ist. Der Rock Zuafa von Rapidity. Dark Wolf von Rapidity. Grand Cetus 1 und Grand Cetus 2. Spiral Capricorn. Flame Libra. Earth Virgo. Evil Befall. Legend Might Knight Virgo. Und der Cyber Pegasus. Ja, das ist alles. Ich sag einmal ciao. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Das wird dann, ganz doll versprochen, nicht so lang. Denn es wird ein Unboxing von einem Face-Off von Beyblade. Ja, also bis zum nächsten Mal. Schaut euch den Rest meiner Videos an. Abonniert mich fleißig. Und ja, dann sage ich einfach mal ciao, ciao.